Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixan und das hier ist mein neues Let's Play-Projekt. Ich sag dazu jetzt mal noch nicht so viel mehr. Ihr werdet dann schon gleich sehen, was da auf euch zukommt. Also das hier ist die gute Marina, ja. Und Marina freut sich unheimlich, uns zu sehen. Und bei ihr ist der gute Professor Theo, der irgendwie vielleicht sich für sein Alter ein bisschen unsittlich verhält. Ich weiß nicht. Und wer jetzt noch nicht weiß, um welches Spiel es sich hierbei handelt, dem sei gesagt, das ist Mischief Makers für das gute alte Nintendo 64. Ja, ein echter Klassiker, kam so ziemlich schon zum Release, glaube ich, der Konsole raus. Ein Produkt von Treasure und Enix. Die Hersteller müssen einem jetzt nicht unbedingt so mega viel sagen, außer vielleicht Enix, da ja Enix mittlerweile mit Square fusioniert ist und Square Enix bildet, die ja immer noch so einen Final Fantasy Teil nach dem anderen raushauen, quasi als Massenprodukt. Und dann könnte man den Namen Enix schon mal wenigstens gehört haben. Treasure kann ich jetzt selbst nicht so ganz zuordnen, habe ich bestimmt auch irgendwelche Spiele, aber wüsste ihr nicht, ist was. Also, Mischief Makers, wir sehen hier Press Start, also machen wir das so gleich mal. Und sehen mal, was dieses tolle Spiel uns denn so zu bieten hat. Okay, neue Zone, neues Glück und wir nennen uns jetzt, weil es gerade drin ist, einfach mal Nixon. Vorausgesetzt, dass ich ein X finde. Ich bin so unfähig. Man sollte mal das Alphabet lernen, dann wäre das einfacher. Ach mein Gott, jetzt kann ich auch aufs Unterzeichen gehen. Ich habe gedacht, der schaltet jetzt automatisch auf die andere Seite, aber nein. Ach so, ich glaube, ich muss jetzt einfach nur Start drücken, oder? Ja, ist das okay? Ja, das ist okay. Und bin ich männlich oder weiblich? Ich nehme mal an, ich bin immer noch männlich. Hat sich hoffentlich nicht so viel geändert in letzter Zeit. Und ein Alter braucht ihr auch noch. Na, wollen wir doch mal ehrlich sein. Dann wisst ihr auch alle mal, wie alt der Nixon ist. Ja, ich bin 27. Ist das okay? Nee, ich könnte auch ruhig ein paar Jahre jünger sein, aber es ist halt so. Nimm's als gegeben hin, Spiel. Okay, dann sehen wir doch mal, was uns hier erwartet. Intro beginnt und ich sag gleich, das Spiel hat, wie ihr gerade seht, keine Sprachausgabe und auch keine Übersetzung, also lasst mich einfach mal frei übersetzen. Mann, ist mir langweilig. Ich kam den Planeten Glänzer zu besuchen und jetzt kann ich nicht rausgehen. Marina sagte mir, ich soll im Raumschiff bleiben, bis sie zurückkommt vom Erkunden. Ja, okay. Das ist also Professor Theo und dem Guten ist wohl wirklich langweilig, denn ich werde müde. Ja, genau. Übrigens, seltsames Raumschiff. Also wenn das Raumschiff sein soll, dann Besucher? Ja, unterbrich mich doch nicht dauernd, Mann. Wenn das Raumschiff sein soll, ist es sehr seltsam eingerichtet. Was zur Hölle? Ja, genau. Was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht, als ihr dieses Raumschiff eingerichtet habt? Ich meine, da steht links steht irgendwie ein Computer neben einem Schreibtisch, rechts ist irgendwie ein Wasserboiler oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein fusionsgetriebener Herd, ich habe keine Ahnung. Und dann diese Schiebetür rechts, die aussieht, als wäre sie irgendwie. Ja, es sieht allgemein, die Einrichtung sieht etwas japanisch aus, oder? Und diese ganzen Gestalten, die hier rumhüpfen, die sehen irgendwie nicht überhaupt nach irgendwelchen Lebensformen aus, aber okay, das sind wohl die Bewohner des Planeten Glänzer. Und was zum Geier treiben die da? Sie haben Theo mitgenommen. Theo. Wie spricht man Theo im Englischen aus? Theo, oder? Ich weiß nicht. Egal. Ihr könnt jetzt wieder abhauen. Ihr habt doch, was ihr wolltet, oder? Ja, und so beginnt dieses tolle, tolle Spiel. Professor Theo ist entführt worden. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, was wir wohl dagegen machen sollen oder so. Okay, Planet Cancer. Wir haben einen Level-Auswahl, Bildschirm, Karten, Dingenskirchen. Ihr seht, wir stehen gerade bei Level 1.1 ganz links. Unten steht, wie der Level heißt, und zwar heißt der Meet Marina, also triff Marina. Und ja, Marina sind wir, also starten wir das Ganze doch einfach mal. Oh mein Gott. Fliegende, keine Ahnung was. Und ein. Oh, das hat Professor Sio. Hahaha. Spüre die Macht des großen Imperiums, okay? Du kommst mit mir. Ich wurde vom bösen Imperium gefangen genommen. Was wollt ihr mit mir tun? Ja, wir wurden angewiesen, dich zu unserem Anführer zu bringen oder zum Imperator. Ja, das ist alles, was wir wissen oder was uns gesagt wurde. Okay. Ich weiß nur, dass du eine schreckliche Zeit mit uns haben wirst. Sei bereit zu weinen und zu schreien. Okay.
Nein! Marina! Hilf mir! Okay, so viel zum Thema. Das Spiel hat keine Sprachausgabe. Ein bisschen Sprachausgabe hat es wohl doch, aber ihr hört schon, die ist nicht so das Wahre. Also ich glaube, es gibt nur zwei Sätze im ganzen Spiel, wo man wirklich verstehen kann. Und zwar den Satz von Theo, der sagt, Help me, Marina! Ja, und dann eben noch den Satz von Luna. Ich glaube, er heißt Luna, wenn er sagt, The fire of justice is served! Ja, aber egal, so viel dazu. Verdammt! Ich habe ihre Spur verloren. Achso, das ist Marina. Verdammt, ich habe ihre Spur verloren. Das ist lächerlich, aber egal, weiter so. Wer waren die überhaupt? Okay, will der Ärger? Ey, bist du Marina? Der intergalaktische Cybot G? Wofür steht das G und was ist bitte ein Cybot? Also, ich kenne Cyborgs und ich kenne Roboter. Ist ein Cybot eine Mischung draus oder so? Ich weiß nicht. Und ihr seid die Leute, die den Professor gekidnappt haben. Oder noch besser, die meinen Professor gekidnappt haben. Ja. Ich kann's an deinem Gesicht sehen. Oh nein, ja, vergleichen Sie mit diesen Typen. Wir leiden auch wegen ihnen oder unter ihnen oder was auch immer. Ja, geh in mein Dorf und triff Geralt. Wenn du mit jemandem reden willst, dann drück L oder R, wenn du neben stehst. Danke für die Information. Okay, also tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen dumm läuft mit meiner Übersetzung. Also wie gesagt, ich muss das Ganze ja dummerweise frei übersetzen und noch dazu erstmal selbst durchlesen, damit ich weiß, was da steht. Also ja, ist mein Vorlesestil dann wohl noch verzögerter als sonst, obwohl ich ja sonst schon nicht lesen kann, aber egal. Sprechen wir mal mit dem Typen hier. Was hast du mir zu sagen? Das ist Neptun. Nach allem, was ich weiß, bist du Marina. Geralt sucht dich. Ja, du mich auch. Ich glaube, ich sollte mit möglichst wenigen Leuten reden, weil ich verstehe die ja eh nicht. Ah, ja. Und jetzt erklären wir vielleicht mal ein bisschen was zum Spielprinzip. Also, wir können Sachen greifen, wir können Sachen werfen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Ah, Richtung drücken und dann werfen. Wunderbar. Wir können springen und wir können... Feuerfürze ablassen. Juhu. Nee, das ist natürlich ein Jetpack, weil wir sind ja ein Roboter irgendwie. Und ja, das können wir in verschiedene Richtungen einsetzen. Ich glaube, wir können sogar in die Luft rückwärts. Nee, können wir nicht. Aber egal. Jedenfalls können wir uns auf die Art irgendwie ein bisschen fortbewegen, ein paar andere Sachen machen. Und ja, Grundinhalt des Spiels ist jetzt verstanden. Sachen greifen, Sachen schütteln, Sachen werfen. Und mehr braucht man im Prinzip fast nicht zu wissen. Reden wir mal den hier. Ich bin der Krieger, der diesen Schrein bewacht. Oh, diesen Itemschrein bewacht. Ui, 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 ein Itemschrein. Wow. Was hast du mir zu sagen, Kleiner? Ein Herz rot ist ein Herz des Mutes. Okay. Sammle 10 und krieg eine Continue. Bla bla bla. Ja, also der singt dabei. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht übersetzen und singen gleichzeitig und keine Ahnung, was der überhaupt singt, aber okay. Genau jetzt ist, gerade jetzt ist das Glänzers beliebtester Song. Ja, Glänzer, der Palette, auf dem wir sind, ne, klar. Es nennt sich Continue Go Go, ja, von mir aus. Und jetzt sagst du mir irgendwas, ach, der erzählt mir jetzt, was die einzelnen Kristalle sind. Also, blaue Kristalle füllen ein bisschen Energie auf, grüne Kristalle füllen, glaube ich, ein bisschen mehr Energie auf. Und die gelben Kristalle gibt es eben nur einen, aber in jedem Level einen. Und je mehr man davon einsammelt, desto mehr sieht man letzten Endes vom Ende vom Spiel, wenn man eben das Spiel durchgespielt hat. Ist auch ein bisschen bescheuert gemacht. Also man sieht den Abspann nur so weit, wie man Kristalle genug hat, aber egal. Oben links sieht man eine Energieleiste, das ist Marinas Lebensenergie, ja. Und die können wir noch ein bisschen erweitern in dem Spiel. Und zwar, indem wir Energie einsammeln. Ihr seht jetzt, die Leiste ist zwar ziemlich leer jetzt, aber unten drunter ist so ein roter Ball. Das heißt, wir haben noch eine Leiste drunter, die voll ist. Entschuldigung, ich will dich nicht hochheben, ich will mit dir reden. Dieses Dorf hat viele Ruinen. Okay. Die Struktur nennt sich Glänzerschlein. Die Struktur, die ist das Gebäude, keine Ahnung. Wie auch immer. Das Gebäude nennt sich Glänzerschlein oder so. Und da sehen wir einen Stern. Ja, was es damit auf sich hat, werden wir dann auch bald erfahren. Aber reden wir mal weiter. Hi, ich bin Taryn. Und das ist meine Schwester Celis. Bitte sei nett zu ihr. Wenn ich muss. Hallo Celis, sprich mit mir. Hi, ich bin Celis. Ja, schön für dich. Komm her, Celis. Ach, das ist Taryn, verdammt. Ja, schöne Sache. Und ich nehme mal an, du bist der Geralt, oder wie?
Oh, endlich! Ich habe auf dich gewartet. Ich bin Neptuns allwissender, Klugscheißer Geolt. Naja, eigentlich nicht Klugscheißer, aber egal. Frei übersetzt, ja, überlasst es mir. Ich werde es schon richten. Oder anrichten, oder keine Ahnung. Dies ist der Planet Klenzer, wo wir Klenzers leben. Alle von unserer Rasse sind nett und freundlich, aber das ist beides das gleiche, verdammt. Und, wegen dieser Tatsache, hat das Empire viele von uns zum Bösen umgekehrt. Okay, interessant. Oder verführt? Eher verführt, ne? Sie benutzen ihre mächtigen Truppen, um andere Planeten zu übernehmen, erobern, infiltrieren, keine Ahnung. Sie versuchen, das Universum zu erobern. Oh mein Gott. Das ist mal eine ganz neue Idee, hatte ja noch niemand. Ich bin nicht sicher, warum sie deinen Professor gekidnappt haben. Ich nehme an, bringen ihn zum Imperator. Du musst ihn retten, bevor das passiert. Um von Ort zu kommen, musst du die Warp Gates benutzen. Es gibt viele solcher Warp Gates auf Klenzer. Wie auch immer, diese Tore, also Gates, wurden alle vor langer Zeit versiegelt. Es ist Zeit, sie zu öffnen. Benutze diese Clan-Bombe oder was auch immer. Am Klenzerschrein, um das Warp-Tor zu entsiegeln. Keine Ahnung, mach einfach. Ja, also ja, tut mir wirklich leid, wenn jetzt meine, ich würde gerne was übersetzen, Sprachausgabe, keine Ahnung, nicht so der Hit ist, aber ja, macht's erstmal besser. Also, nee, jetzt wirklich den ganzen Krempel erstmal lesen. Ach, da gab's doch eben so einen Megasprung, oder? Wow, so ähnlich, ja. Muss ich erstmal rausfinden, wie das funktioniert jetzt. Aha. Ja, so in der Art. Okay. Ja, also, wie gesagt, also meine Sprachausgabe ist eben beschränkt wegen mangelnder Fähigkeit zu lesen und mangelnder Fähigkeit zu übersetzen. Und das beides dann kombiniert ist schlecht. Ja, so, jetzt gehen wir nochmal hoch und springen erstmal nach links, um zu sehen, was da ist. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein goldener Kristall, oder? Nö, sind wir wieder am Start. Also gucken wir noch nach rechts, weil eigentlich müsste es in jedem Level so einen goldenen Kristall geben. Bäh. Okay, Steuerung bei dem Spiel ist übrigens recht simpel. Also Nintendo 64 Controller ist ja eher einer der besseren Controller, die so bisher entwickelt wurden. Und was braucht man hier? Ah, das ist interessant. Was braucht man hier, um das Spiel steuern zu können? Also zunächst mal haben wir das Steuerkreuz, das normale, um hier eben ja nach links und rechts uns zu bewegen oder eben den Booster zu benutzen hier, also unser Jetpack. Mit hochdrücken können wir nach oben Jetpack benutzen oder mit unten drücken können wir nach unten Jetpack benutzen, was jetzt wenig Sinn macht, wenn man nicht gerade im Fall ist. Ne? Also, ja, macht wenig Sinn. Oh, wir können sogar eine Rolle machen, indem wir zweimal nach unten drücken. Ja, B können wir greifen und werfen, indem wir noch eine Richtung dabei drücken, wenn wir was gegriffen haben. Und wenn wir was gegriffen haben, können wir eben auch schütteln, indem wir runter oder hoch drücken. Und mit A können wir springen. Wuppidu. So, dieses Level wäre jetzt erstmal abgeschlossen. Genug erklärt für den Moment. Und jetzt sehen wir erstmal, wie es weitergeht. Verdammt. Okay, Rang C, das war angeblich gut. Also wie ihr seht, das Spiel gibt euch auch ein Ranking abhängig von der Zeit, die ihr braucht. Ich denke, es wäre jetzt kein Problem, das Ganze schneller zu machen. Ich glaube, ich probiere es einfach mal aus. Also ich gehe jetzt nochmal in das gleiche Level rein. Man kann die Level ja immer wieder spielen. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrenge, könnte ich ein besseres Ranking kriegen. Allerdings hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mir das hier nochmal anhören muss. Wir kennen den Text schon, also versuche ich mal das Ganze irgendwie zu beschleunigen. Was genau muss ich gedrückt halten, damit das hier jetzt schneller weggeht, der Text? Ah, ich glaube, ich muss L und R gedrückt halten, gleichzeitig, damit das schneller geht. Okay, faszinierend. Übrigens, C-Knöpfe in dem Spiel, ich weiß gar nicht, sind die für irgendwas gut? Muss ich jetzt mal echt ausprobieren. Also, ich meine, prinzipiell kennt ja jeder, denke ich mal, einen N64-Controller vom Aussehen her und, also die C-Knöpfe, die wirken jetzt irgendwie ein bisschen
unnötig, weil die Steuerung ist jetzt eigentlich ziemlich vollständig mit dem, was ich erklärt habe. Es dürfte jetzt nicht mehr viel geben, was es noch zu tun gibt. Und eigentlich habe ich jetzt auch gar keine Zeit, mich mit sowas auseinanderzusetzen, weil ich wollte jetzt versuchen, ein gutes Ranking zu kriegen. Ah! Ich kann auf den C-Knöpfen also auch meinen Jetpack nutzen. Das ist gut zu wissen. Dann muss ich das nicht immer mit dem Steuerkreuz machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Bäh. Ja, geht mir bloß aus dem Weg, Leute. Und du redest mit mir. Bla bla bla. Ja, den Text kennen wir schon. Gib mir deine blöde Bombe, damit ich den Strein freisprengen kann. Mal sehen, ob es eine Rekordzeit gibt. Haha. Ich weiß übrigens nicht, wie gut das beste Ranking in dem Spiel ist. Ich nehme mal an, entweder A oder S. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Ich denke mal, hier kann man nicht viel falsch machen. Also werde ich jetzt wohl das beste Ranking kriegen. Hoffe ich doch jedenfalls, weil mehr als möglichst schnell alles wegdrücken kann ich nicht. Also hab ja nicht mehr Möglichkeiten. Und ja, ihr seht ja, wie ich hier durchrenne. Sitzt keinen Fehler drin. Würde vielleicht fast schon für einen Speedrun taugen. Vielleicht auch nicht, aber es dürfte jetzt jedenfalls das beste Ranking geben. Und das Ranking ist A. Excellent. Ja, excellent. Wuhu. 38 Sekunden statt 3 Minuten. 38 Sekunden. Ja. Wunderbar. Dann sehen wir uns nochmal den nächsten Level an. Und zwar immer noch Meet Selina. Ach nee, nicht mehr Meet. Nicht mehr Meet Marina, sondern Meet Selina. Genau. Ja, da haben wir jemand Neues. Mann! Das war ein langer, langer Weg hierher. Ich frag mich, was, wie dieser Ort sich nennt. Ich habe auf dich gewartet, Marina! Ja, gleiche Stimme, weil bla bla bla, Klon und so. Aber das kriegen wir jetzt gleich gesagt. Was? Wer bist du? Wie kopierst du mich? Was ist das für eine Frage? Wie geil ist denn das? Ich sehe nicht nur aus wie du, sondern ich habe auch all deine Spezialtechniken drauf. Okay, du siehst aber irgendwie kein bisschen aus wie ich, aber okay. Jetzt laufe ich umher und tu den Leuten böse Dinge an. Unter deinem Namen. Was wird wohl passieren? Du musst eine Drohne des bösen Imperiums sein, um mit so einem um dir so einen Plan auszudenken. Aber ich werde dich aufhalten. Oh mein Gott. Also mega Story Twist, oder? Und das jetzt schon im zweiten Level. Wow. Wir haben einen bösen Klon, der in unserem Namen böse Dinge tut und wir müssen sie aufhalten. Oh. Es sieht aus, als hätten wir nie genug Arbeit, oder? Oh, ich hab ja solche Angst. Du bist so fürchterlich. Erschreckend, angsteinflößend, Marina, ja, wie auch immer. Fang mich, wenn du kannst. Ja, du mich auch. Gibt es da drüben wirklich noch was? Der rote Block sieht irgendwie verdächtig aus, finde ich. Aber okay. Ja, ihr könnt mich mal. Ich habe kein Interesse, mit euch zu reden. Heute nicht, nee. Also, das Letzte, was ich in dem Spiel brauche, und das könnt ihr euch jetzt schon mal gleich drauf einstellen, ist es wirklich, mit jedem zu reden. Es gibt Situationen, da kommt man nicht drum rum, mit den Leuten zu reden. Das ist mir bewusst. Aber, ach, würdest du Penner nicht im Weg stehen, hätte ich jetzt da drüber springen können. Verdammter Holzkopf, genau. Ja, wie auch immer. Also, es gibt Situationen, denen kommt man nicht drum rum, mit den Leuten zu reden. Aber prinzipiell will ich es weitestgehend vermeiden. Oh, interessant. Ja, woran habe ich das jetzt gesehen, dass da was drin sein muss? Ganz einfach, da kamen Sterne raus. Ja, man konnte es prinzipiell sehen. Verdammt, jetzt hänge ich hier drin fest. Kann ich da hochspringen eigentlich? Ja. Oh, das lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Ah, ja, wie ich gesagt habe, die grünen Dinger füllen eine größere Menge Energie wieder auf. Aber okay, auch das Level geht noch weiter. Übrigens, wir können die Blumen auch aufsammeln und können sie schütteln. Uhuhu. Und wir können sie werfen. Wow, die Killerblumen des Todes. Ja. Irgendwer hätte uns übrigens auch erklärt, dass wir hier diesen Dash-Sprung machen können, der ja höher und weiter ist als der normale Sprung. Aber pff, warum soll ich mir das erklären lassen, wenn ich es schon weiß? Ja. Oh, wenn hier schon der Stern ist, dann muss ja irgendwo anders noch was geben. Ich suche irgendwie so ein gelbes Teil. Wisst ihr, wo das ist? Vielleicht soll ich nochmal mit denen reden. Marina, wirst du mich auch töten, Klatsch, Quatsch, verdammt. Jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden. Ja, von wegen töten, ich meine foltern, aber egal. Alles, was du dazu tun musst, ist B drücken und mich drehen. Dich drehen? Ich habe gedacht schütteln, aber okay. Ja, wow. Ich kann dich durchschütteln. Ist das eine Folter? Wow. Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt trotzdem noch ein bisschen hier umgucken, weil ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass ich irgendwo was Sinnvolles finde. Was willst denn du?
Marina kommt. Sie ist hinter mir her mit ihrem Dash. Sie drückt, ja, C rechts eben, ne? Da muss irgendein Trick dabei sein. Weil es ist irgendwie ein bisschen langsamer als das D-Pad, also das Steuerkreuz nach rechts zu drücken. Wow, okay. Also das ist mit Steuerkreuz und jetzt machen wir das Ganze mal mit dem C rechts. Ist wirklich vielleicht ein Tick langsamer. Könnte sein, ja. Egal. Tut dies nicht zur Sache. Ich weiß nicht, also ich bin eigentlich überzeugt, dass da draußen irgendwo noch so ein Goldkristall sein müsste. Eigentlich müsste es in jedem Level so ein Goldkristall geben. Ja, ich komme auf jeden Fall mal da hoch. Und da komme ich auch hoch, aber ich glaube nicht, dass ich noch höher komme. Nee, selbst wenn ich auf den Kopf stelle, komme ich da nicht hoch. Oder doch? Nee, oder? Also, verzeiht mir, wenn ich jetzt hier wirklich ein bisschen rumprobiere, aber ich will eigentlich möglichst viel gleich am Anfang machen, also möglichst viel dieser Goldteile finden, weil hinterher nochmal durch alle Levels gehen und Goldkristalle einzusammeln, nur um ein möglichst gutes Ende zu sehen, das wäre jetzt auch doof. Aber andererseits, ich befürchte, dass das wahrscheinlich sowieso darauf rauslaufen wird, weil es ist so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe und ich weiß, dass einige dieser Golddinger verdammt schwer entweder zu finden oder überhaupt zu kriegen waren. Und alle hatte ich sie sowieso nie, aber naja, was soll's. Ich konnte auch so ganz gut damit leben. Okay, Rang C wieder nur, weil ich es mir so viel Zeit gelassen habe, aber okay, dann eben nicht. Dann kommen wir nach Glenball Land. Endlich mal ein neuer Name. Ne, falsch, das vorhin war auch schon ein neuer Name. Ich bin so verwirrt, ich bin so unfähig, ich bin so durcheinander. Ich weiß gar nicht, was los ist mit mir. Jungs und Mädchen, das ist der beste Ort auf dem Planeten. Willkommen im Glenball Land. Wow, Dad, das ist das Glenball Land. Das ist richtig, Sohn. Ja, der Slogan des Park, nee, das... Keine Ahnung, das Thema des Parks ist voll von, keine Ahnung, Action halt und so, ne? Keine Ahnung, folge mir, Sohn. Ach, ihr mich auch. Sicher, Dad! Jo. Ja, toll. So viel zu meiner genialen Übersetzung, aber scheiß doch drauf. Ich kann es eben nicht ändern, wenn die meinen, die müssten irgendwie ein Spiel, also ein einfaches Jump'n'Run für das N64 mit ohne Ton, Quatsch, mit ohne Sprachausgaben machen und mit ohne Übersetzung, dann müsst ihr damit leben. Ich weiß prinzipiell ungefähr, worum es geht hier in dem Spiel. Also ich meine, ihr hört ja, dass ich ungefähr eine Vorstellung davon habe, worüber die hier reden, aber jetzt jedes Wort verstehe ich auch nicht zwingend. Und selbst wenn ich es verstehe, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich auch gerade das richtige Wort zum Übersetzen finde. Okay, ich glaube, ich gehe gleich hier lang. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. Also ihr habt jetzt gesehen, dieser Stern, den ich benutzt habe, ist erst erschienen, nachdem ich an so einem Ball hier geschüttelt habe. Und das mache ich, wenn ich an den Dingern dranhänge, indem ich einfach meinen Jetpack benutze. Ja, da haben wir dieses Goldding. Sollten wir mal sehen, wie man da drankommt. Irgendeinen Weg gibt es garantiert, aber ich weiß nicht welchen. Ja, also Kristalle sammeln in dem Spiel eigentlich relativ lebenswichtig, weil... ja, ihr braucht sie eben. Ich meine, die einen füllen eure Energie auf, sprich die blauen und die grünen. Und die anderen geben euch Continues. Und Continues müsst ihr in dem Spiel tatsächlich bezahlen. Also für was weiß ich, wie viel rote Rubine kriegt ihr eine normale Continue mit voller Lebensenergie. Für ein paar Rubine mehr kriegt ihr eine Continue mit drei vollen Lebensenergieleisten, so wie ich es im Moment zum Beispiel habe. Und ja, so weiter und so fort eben. Ja, ja, dich wollte ich. Sehr schön. Du dürftest jetzt nämlich hier einen Stern freigeschaltet haben, nehme ich mal an. Irgendwas hat er freigeschaltet, jedenfalls. Fahre ich da auch irgendwann mal da hoch, dass ich da rankäme? Ja, genau. Ach, ist das doof. Blödes Glenball-Land hier. Wer hat sich den Quatsch ausgedacht? Hoch? Kann ich nicht weiter hoch? Sonst wäre da... Das ist auch wieder so ein Teil. Da kann man sich auch wieder teleportieren, wenn man das richtig schüttelt. Aber woher weiß ich, was hier richtig ist und was nicht? Ach so, klar. Der Ball, an den ich nicht drankomme, genau. Der ist richtig. Also fliegen wir mal darüber. Und hoffen mal, dass ich diesmal auf gebacken kriege, das Ding hier zu benutzen. Zack. Jawohl. So, und jetzt dürfte auch der Ausgang des Levels freigeschaltet sein. Hoffe ich mal. Also, ihr versteht das Grundprinzip. Ja, irgendwie rumrennen, irgendwelche Sachen durchschütteln und hoffen, dass es weitergeht.
Okay, wo hat das jetzt eine Warp-Zone geöffnet? Oder irgendwas hinzugefügt oder so? Irgendwo muss was passiert sein. Ah, da oben ist ein Stein erschienen. Aber wie soll ich da oben an das Kristallding kommen? Muss ja irgendwo einen Teleport für geben, weil ich kann ja nicht fliegen. Ich kann ja mit meinem Jetpack bestenfalls, wenn ich schnell genug drücke, die Höhe halten, aber nicht meine Höhe erhöhen eben. Meine Höhe erhöhen. Geile Aussage. Aber egal. Keine Ahnung. Ist auch egal. Arbeiten wir uns mal lieber hier raus. Wenn ich es irgendwie schaffe, den Stern einzusammeln. Ja, sehr gut. Und dann sind wir auch schon am Ziel des Levels. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Zwei Level abgeschlossen. Bleiben nur noch 30 oder so. Ja, tolles Spiel. Sind wir zumal Spikeland an. Das ist irgendwie jetzt die weniger beliebte Form des Clanball-Lands oder wie? Willkommen im einzigartigen Stachel oder Spikeland. Ja, Themenpark-Dings eben, ne? Ihr wisst schon. es gibt irgendwie seltsame Events, ja, Veranstaltungen hier, sich anzusehen. Habt viel Spaß. Dad, ich will nicht hier sein. Ich will zurück ins Clanball-Land. Geht mir genauso, Junge. Dieser Ort ist zu seltsam für mich. Lass uns hier abhauen. Los, lass uns beeilen. Lass uns beeilen? Ist das eine Aussage? Beeilen wir uns, Dad. Ja, genau. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Oder bei diesem Ort. Oder was auch immer. Stacheln. Da sind überall Stacheln. Das kann ich nicht länger ertragen. Lauf los. Oder lauf weg. Oder lauf davon. Oder ja, wie auch immer. Hey Kind, kann ich dich irgendwie schütteln? Nö. Kann ich dich wegwerfen? Juhu. Okay, also überall sind Stacheln. Böse, böse Stacheln. Und die schießen sogar auf mich. Das ist ja mal mies. Was für ein Sadist denkt sich so ein Quatsch aus. Au. Eigentlich, ja, habe ich gedacht, ich könnte da reinrollen, aber nee. Ihr seht, die Spikes gehen kaputt, wenn man sie berührt. Ziehen uns allerdings ein bisschen Lebensenergie ab und sie respawnen. Also sie erscheinen wieder, wenn man eben hier dumm rumstehen bleibt und drauf wartet. Willst du mir eigentlich noch irgendwas sagen? Nee, ne? Nö. Dann werde ich auch mal ein bisschen durch die Gegend. Zack! Hahaha! Und weiter geht's! Und weiter geht's! Ja. Ich bin Frau Hinweis! Wenn du mir 10 rote Kristalle gibst, dann bringe ich dir etwas Gutes bei. Wenn du einen Hinweis möchtest, schüttel mich 2-mal, indem du nach unten drückst. Ja, nee, danke, ich will keinen Hinweis. Ich will hier raus. Yay! Oh, es ist so toll. Das Spiel steuert sich übrigens unheimlich gut und, naja, eine gute Steuerung ist eigentlich auch naheliegend. Ich meine, das N64 hat eigentlich einfach einen guten Controller, der ziemlich benutzerfreundlich ist, sage ich mal, auch wenn meine ein bisschen abgenutzt sind. Und es hat so verdammt viele Knöpfe, da müsste man ein einfaches Jump'n'Run wie das hier problemlos mit hinkriegen, oder? Ich meine, ich habe hier mit dem Start- und dem Z-Knopf 10 Knöpfe zur Auswahl und ein Steuerkreuz und einen Analogstick. Und das nur, um springen und greifen drücken zu können? Das dürfte reichen, oder? okay, diesmal war ich Rang B, aber ja, könnte besser sein. Was auch immer. Also ich habe es jetzt nicht abgesehen, hier möglichst gute Ränge zu kriegen. Ich will auch nicht zwingend überall diese gelben Kristalle einsammeln, auch wenn es ganz nett wäre, wenn ich einige finden würde. Weil das Ending, also den Abspann wird man ja schon gerne sehen, aber naja, das nicht geht, das geht nicht. Vielleicht hole ich es ja noch nach. Ihr könnt mir ja auch gerne dabei helfen, ne? So ist nicht. Übrigens, nächstes Level. 3 Glänzerkinder und so, ne? Also, wenn ihr das Spiel selbst schon mal gespielt habt und wisst, wo die ganzen Dinger sind, könnt ihr mir ja Hinweise geben. Ist ja nicht so, da es würde ich dann sagen, nee, keine Interesse, mache ich nicht, bla bla, sondern, ne, wenn ihr mir sagt, wo sie sind, wie ich drankommen kann, dann meinetwegen, sammle ich sie ein, was soll's. Hey, es ist Essenszeit! Wo sind alle meine Kinder? Wo sind meine Kinder überhaupt? Genau. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich es geschnallt. Oh, hübsche Lady. Entschuldige, dass ich dich störe, aber würdest du dich stören, meine 3 Kinder zu suchen? Oder würdest du meine 3 Kinder finden? Oder wie auch immer? Bitte finde sie und bring sie hier zurück. Oder bring sie zurück nach Hause. Why, thank you? Was? Das macht doch null Sinn. Ja, danke! Oder, warum nicht danke? Oder keine Ahnung. Mach dir keine Sorgen! Überlass alles mir! Macht das irgendeinen Sinn, diese Aussage? Wieso bedankt sie sich, wenn sie was arbeiten soll? Also,
Die Frau will offensichtlich, dass Marina irgendwas für sie macht und sie sagt danke. Naja, du kommst jetzt zu mir. Ah, Feuer. Ja, wunderbar. Ja, also Schwierigkeit, wenn sie vor einem wegrennen, ist natürlich sie erstmal überhaupt zu erwischen. Oh, aber der hier hat wenigstens jeden Menge Lebensenergie dabei, für den Fall, dass man 100-mal ins Feuer fällt oder so. Gut. Der ist zu Hause. Übrigens sehr elegant designtes Haus. Überhaupt, das Design des Spiels ist insgesamt ein bisschen einfach gehalten, könnte man sagen. Also weder das Gegnerdesign noch die Designs, das Design von den Stages noch sonst irgendwas ist irgendwie besonders kreativ. Also was das angeht, waren die Entwickler wohl ein bisschen einfallslos. Aber prinzipiell ist es trotzdem ein schönes Spiel. Also es macht einfach Spaß zu spielen. Es ist schwer zu beschreiben. Man muss es wohl selbst gespielt haben, aber es ist wirklich schön zu spielen. Und egal wie simpel das Ding gehalten ist. Ich meine, es ist immer ein N64-Spiel, da wäre mehr drin gewesen, ganz ehrlich. Aber egal wie simpel es gehalten ist, es ist einfach trotzdem irgendwie ein gutes Spiel. Ja, Grafik ist nicht immer alles und das ist ein Spiel, das beweist. Das Spiel ist ansonsten wirklich durchweg gelungen. Ach, der will unbedingt ein Wettrennen, ne? Ja, mal sehen, wer schneller ist. Haha, hab ich dich. Ja. Ah, ich kann den Turbo auch noch benutzen, wenn ich ihn habe. Der wäre jetzt übrigens hinten runtergerannt und wäre dann jetzt hier wieder im Kreis und immer wieder im Kreis. Also er wäre jetzt hier runtergefallen und wäre dann wieder nach rechts weiter. Ist also ein ziemlich dämlicher Job, hier den Kerl einzusammeln und hier durchzukommen, ist auch ziemlich dämlich, muss ich mal gerade feststellen. Weil, ja, meine Bewegungsmöglichkeiten wirken etwas zu eingeschränkt. Aber egal, ich hab's geschafft. Danke für deine Hilfe. Das ist deine Belohnung. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, du nimmst es an. Nebenbei, mein Mann ist noch nicht zurück. Ich frag mich, wo er ist. Ja, gut für dich. Wir haben den nächsten Stern freigeschaltet, aber ich will vorher noch was kontrollieren. Also das Ding hier, das irritiert mich unwahrscheinlich, aber ich kann es nicht hochheben. Also nicht anfassen. Ich habe irgendwas anderes, glaube ich, eingesammelt gerade. Egal, aber was mich eigentlich wirklich jetzt interessiert hat, ist, ob es obendrauf, also hinten oben auf der Spitze von diesem Gebilde hier, noch irgendwo was zu finden gibt. Also, wäre irgendwie naheliegend. Ja. Ich kann irgendwie nicht einschätzen, wie hoch Marina springen kann. Da gibt es auf jeden Fall was. Allerdings ist die Frage, wie man hochkommt. Ich nehme mal an, auf dem Weg. Also probieren wir es mal aus. Ja, der Sound ist übrigens cool. Ohne Zweifel. Das müsste doch möglich sein. Ja, wusste ich doch. Und jetzt? Na, komm schon, das schaffst du. Marina, streng dich an. Achso, ich bin schon drüber. Wow, und hier ist irgendwas drin versteckt. Eine Clan-Bomb. Und da unten ist was zum Freisprengen. Interessant. Aber wie komme ich da hin? Muss ich jetzt hier durchrennen oder was? Das wird knapp. Oder auch nicht. Wunderbar. Und was hast du mir zu sagen? Hey, Kollege. Oh, der sagt mir gar nichts. Aber habe ich das Ding jetzt gekriegt oder nicht? Ja, okay, das war jedenfalls das, was er dabei hatte, war so ein goldenes Edelstein, Rubin, Dings, Teil eben. Ja, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Und ich habe mir jetzt sowas in der Art schon gedacht, allerdings war das durchaus schwerer zu kriegen, als ich gedacht hätte. Wo warst du nur? Oder wo warst du? Halt's Maul! Ich will allein sein! Lass mich in Ruhe! Das ist mein Leben! Okay, der ist ja sehr dankbar, dass ich ihn zurück zu seiner Frau gebracht habe. Wer weiß, was die nachher mit dem noch anstellt. Okay, nett. Tolle Dialoge. Die Dialoge in dem Spiel sind gelegentlich sowieso ziemlich genial. So, habe ich jetzt dieses komische Goldding gekriegt oder nicht? Fragezeichen. Nö, habe ich nicht, ne? Er hat es zwar dabei, aber ich habe es nicht gekriegt. Okay, dann muss ich das Level jetzt nochmal machen. Tut mir leid, aber da geht jetzt kein Weg drum rum.